herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist dann schon wieder ein total cooler Tag. Ich habe noch einen Haufen Geschenke auszupacken. Ich hatte den ersten Tag das hier in der Hand. Ich hatte eine Badeessenz. Dann hatte ich einen Prisma Glow von Essence. Und was ich richtig cool finde, das muss ich auch unbedingt noch austesten. Ich kam jetzt gestern noch nicht dazu. Eine Haarmaske, die ich jetzt echt noch gar nicht ausprobiert hatte. Und ich bin ein Sucker von Masken. Also ich liebe Masken. Und heute sind wir auch schon beim Tag 4. Ich habe 5 Tage vorgedreht, damit ich in der Woche, wo es extrem stressig bei uns zu Hause wird und vor allen Dingen auch die Einkäufe bei uns losgehen, habe ich jetzt vorgedreht. Also an einem Tag habe ich 5 Geschenke ausgepackt. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Es ist wirklich manchmal so, egal wie sehr ich mich spalten würde, ich bin trotzdem total im Stress. Also wir haben jetzt, ich muss auch sehr viele Geschenke einkaufen. Ich denke, euch und der Laura geht es bestimmt auch nicht anders. Klar, mit ihren Kindern ist es immer stressig. Und ich hoffe, dass es euch gar nichts ausmacht, weil ich nehme euch die Freude ja sowieso nicht. Ich habe sie mir selbst genommen, weil ich praktisch wirklich so, so stressige Zeiten vor mir habe. Gerade Weihnachten ist eine... Also ich bin eigentlich immer froh, wenn Silvester ist, weil dann ist das ganze Stress vorbei. Aber schaut doch gerne vor allen Dingen auch bei der Laura vorbei. Es ist eine ganz, ganz süße. Die macht ganz tolle, meine Shopping Queen, meine persönliche Primark Shopping Queen. Und ich sage euch ganz ehrlich, sie ist eine so, so herzliche Person und ihr Kanal verlinke ich unten. Und auch die Videos, die bei uns so entstanden ist, mache ich euch ein paar in die Infobox rein, auch nochmal rein. Und in die Infocard findet ihr überall noch ein bisschen eine kleine Auswahl. Und bevor ich weiter schwätze, schauen wir direkt am Tag 4, was wir praktisch haben. Ich habe schon, also die Laura hat enorm viel große Sachen auch eingepackt. Ich habe gar keine Ahnung, was das sein kann, nicht mal von der Idee her. Deswegen habe ich mir das schon ein bisschen so zurechtgelegt. Die untersten sind praktisch so 24, so bis 10. Und die oben sind jetzt halt die da. Ich habe übrigens diese ultra süßen Sachen, die ich jetzt benutze für meine Adventskalenderzeit, alle vom Primark. Leute, ich habe noch geilere, da könnt ihr euch drauf freuen. Ganz abartig sieht das aus. Ich fand das so süß. Oh, I love it. Also, ich habe eine, da steht drauf, mach dich nach der Silvesterparty Party wieder wach. Das ist eine übelst geile, ich liebe die Laura, übertrieben, von Garnier, die Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske mit Intensivfeuchtigkeitsspende entspannende Maske. Das ist, glaube ich, die mit, ja genau, mit Hyaluronsäure, die ist ja so mit Boost-Effekt. Ich muss gleich niesen. Ich habe genießt. Und mit Lavendelöl. Ich habe davon, schon wieder, dass meine Hörner überhaupt noch kleben bei dem Puh. Und auf jeden Fall ist das mit Lavendelöl. Ich habe da ganz arg viele von probiert. Und ich finde die wirklich toll. Ich hatte die auch schon. Da freue ich mich. Also am besten mache ich das da drauf und das hier drauf. Was haltet ihr davon? Bleibt schön dabei bei der Adventskalenderei. Ich finde die Videos total lustig. Auch wenn ich jetzt ein bisschen vorspulen muss natürlich. Einige Tage musste ich mir halt vornehmen, damit ich mir praktisch meine Arbeitszeit etwas erleichtern kann. Und auf jeden Fall alle Informationen, die ihr braucht, auch für das Verlosungsgewinnspiel, was am 24. stattfindet, wo ich euch ein Mystery-Paket, vielleicht Mitte des Monats oder so, werde ich euch zeigen, was da drin ist, dass ihr auch daran teilnehmt. Abonniert meinen Kanal und schreibt mir in die Kommentare, was ist euer schönstes Weihnachtsgefühl? Also was ist einfach das, was für euch Weihnachten ausmacht? Ich freue mich über eure Antworten und wir sehen uns morgen an Tag 5.